This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 26. Lesung des Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Wir befinden uns immer noch in dem 6. Kapitel natürlich, das haben wir letztes Mal ja gerade erst angefangen, das wird wohl eine Weile dauern, bis wir da durch sind, die Bettelorden. Und wir hatten bereits nach einer Einleitung die Dominikaner besprochen, sind jetzt bei den Franziskanern. Und die Franziskaner haben ja, wie hier in anderen Worten steht, die Evangelien zitiert mit drei Texten und darauf hat der Franziskanerorden sich gegründet. Der erste Text lautet aus Matthäus Kapitel 19, Vers 21. Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komme und folge mir nach. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, wie Jesus das im Grunde meinte, wie er den Jüngling, der sich hier angebietet hat und meinte, ich habe die Gebote mein ganzes Leben lang gehalten, wie er ihn den als Heuchler entlarvt hat. Was noch viel schlimmer ist und was natürlich auch ins Auge springen sollte, und deswegen mache ich ja so eine Lesung auch, ist, um den Katholizismus zu entlarven, selbst um die Heuchelei von diesen Orden zu entlarven. Und diese Orden sagen nach dem Motto von, ja, wir leben in Armut, ja, aber alles, was die an Geld einsammeln für sogenannte gute Zwecke oder was auch immer, das geben sie an die Kirche. Ja. Der Orden selbst hat vielleicht nichts, aber die Kirche ist stinkend reich. Das ist genau wie mit den Jesuiten. Die Jesuiten selber haben nichts, aber ihr Orden hat alles. Ja. Die Jesuiten leben in Saus und Braus, nicht weil sie selbst etwas haben, sondern weil ihr Orden ihnen das zur Verfügung stellt. Das gibt es einmal im klerikalen Fall, dann nennt sich das ein Mönchsorden oder sowas in der Richtung, wie hier die Franziskaner, Dominikaner oder was auch immer. Und das gibt es in unserer Welt auch. Dann leben die Leute nämlich von einer Stiftung. Das ist genau dasselbe in Grün. Ja? Und das ist heuchlerisch und betrügerisch.
Der zweite Text auf jeden Fall, auf den wir heute hinaus wollen, lautet aus Matthäus Kapitel 6, Vers 8: Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet. So, und die römisch-katholische Kirche ist auch mit solchen Sachen immer wunderbar, sowas total aus dem Zusammenhang zu reißen. Also, dann lesen wir doch nicht nur Matthäus Kapitel 6, Vers 8, sondern dann lesen wir doch auch mal die zwei Verse davor, nämlich Vers 6 und 7. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. So, die Franziskaner nehmen also hier den achten Vers, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet, ohne natürlich die anderen zwei Verse dazu zu nehmen und damit im Grunde genau das bloßzulegen, was nicht nur der Franziskanerorden, sondern auch alle anderen Orden und was die ganze römische katholische Kirche eben heidnisch macht, nämlich Gebete in ständiger Wiederholung. Gebete, die nicht auf dem basiert sind, was Jesus Christus in den folgenden Versen sagt, wo er sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel und so weiter und so weiter. Nein, da brechen sie natürlich ab. So wie sie die Verse davor nicht gebrauchen, gebrauchen sie auch die Verse danach nicht. Nein, nein, sie holen sich nur den einen Vers raus, den sie meinen, hier als Grundlage für ihren Orden nehmen zu müssen. Total aus dem Zusammenhang gerissen. Aber sie beten Ave Marias und sie beten wiederholenswürdig und sie machen heidnische Gebete, sie machen heidnische Rituale, sie beten den Rosenkranz und. Ich habe jetzt gar keine Lust, das alles aufzuzählen. Ihr könnt das selbst nachschauen, wie heidnisch die römisch-katholische Kirche in dieser Hinsicht ist. Und deswegen ist das absolut verlogen, um hier zu sagen, die Franziskaner bauen sich auf drei Textgründen der Bibel auf, nämlich Matthäus 19, 21, Matthäus 6, Vers 8 und dann kommt noch zum guten Abschluss Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. So, und hier müssen wir natürlich auch die weitergehenden Texte uns anschauen. Was jetzt am wichtigsten ist bei diesem Text von Matthäus 16, Vers 24, ist in diesem Fall nicht so sehr, was vorab geht oder was dahinter kommt, weil davor geht ab Vers 22, da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht, also ans Kreuz zu gehen. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. So. Das geht genau in Vers 23, hier Vers 24 vorab. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Die römisch-katholische Kirche denkt aber nur menschlich. Sie will das Gottesreich hier auf Erden aufbauen. Jesus Christus hat aber gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von hier, meine Menschen würden für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist nicht von hier. Ja? Und das geht dem Vers 24 vorab, wo er dann sagt, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Hier übersetzt die Schlachter leider wieder sehr unkorrekt, weil in Vers 26 heißt es im Originaltext nicht, was hilft dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert, sondern was hilft dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert. Ja? Also Soul, Seele ist das Originalwort, Psychai, Psyche, ja? Psyche, ja? Seele heißt das. Originalwort hiervon. Also hier ist dann wieder die Schlachterbibel verkehrt übersetzt. Der Punkt ist doch, dass die römisch-katholische Kirche immer nur weltlichen Gütern nachjagt. Ja? Die römisch-katholische Kirche will jeden in sich einverleiben, weil sie ist die einzig zur Erlösung führende Kirche.
Jesus Christus hat aber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir brauchen also nicht die Kirche, wir brauchen Jesus Christus. Und in Vers 26 eben, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Niemand in der römischen Kirche verleugnet sich selbst. Das ist nun mal leider so. Das ist eine heuchlerische Organisation. Da verleugnet niemand sich selbst. Es fällt uns sowieso schwer, uns selbst zu verleugnen. Mir sicherlich genauso wie euch. Man kann es versuchen, aber ich glaube, das ist ein ziemlich langwieriger Akt, wenn man das probiert, wenn man das macht. Es ist nicht so leicht, weil wir eben in dieser Welt zu sehr leben. Aber wir sollen eben das Kreuz von Jesus auf uns nehmen und wir sollen ihm folgen. Aber die römisch-katholische Kirche folgt Jesus ja nicht. Sie gibt vor, Jesus zu folgen. Ja, aber in der Bibel steht geschrieben, dass Gott angebetet werden will in Wahrheit und im Geist. Aber in Wahrheit und im Geist betet niemand in der römisch-katholischen Kirche an. Das ist eben ein ganz großes Problem. Also ich finde von daher, ich will da jetzt auch nicht weiter oder noch viel weiter drauf eingehen, deswegen finde ich diese drei Verse, die sich hier die Franziskaner so gesagt aussuchen, um darauf ihren Orden zu gründen, finde ich heuchlerisch und falsch. Vor allen Dingen, wenn man sie im Lichte der Kirche dann sich auch wirklich anschaut. Und mit der Kirche meine ich die orthodoxe römisch-katholische Kirche. Gut, wir fahren dann also jetzt weiter fort zu lesen auf Seite 288. Der Autor sagt, Franziskus gehorchte dem Willen Gottes und nahm den neuen Rekruten zu sich. Andere schlossen sich ihnen nach und nach an und schließlich zählte die kleine Schar 8 Mitglieder. Nun kündigte Franziskus an, dass die Zeit gekommen sei, um der Welt das Evangelium zu predigen und sandte sie zu Zweien in die 4 Himmelsrichtungen hinaus. Als sie sich danach wieder vereinigten, wurden noch weitere 4 Freiwillige angenommen. Dann stellte Franziskus eine Regel für ihre Lebensführung auf und begab sich mit seinen 11 Gefährten der Franziskanerlegende zufolge zur Zeit des Laterankonzils nach Rom, um sich die päpstliche Bestätigung zu verschaffen. Als Franziskus in Bettlerkleidung vor dem Papst trat, schickte der Pontifex ihn unwillig fort. In der Nacht aber hatte er eine Vision, die ihn bewog, den Bettler wiederkommen zu lassen. Die päpstlichen Ratgeber waren anfangs bedenklich, aber der Ernst und die Beredsamkeit des Franziskus behielten zuletzt doch den Sieg. Die Regel wurde approbiert und die Brüder wurden ermächtigt, das Wort Gottes zu predigen. Darüber geht der Autor dann in einer Fußnote noch weiter ein, indem er sagt, dieser Bericht ist zweifellos gefärbt, ja, weil es geht um eine Vision, die der Papst hier hatte. Und wenn der eine Vision hat, dann hat er nur eine Visitation von irgendeinem Dämon gehabt, wie wir wissen. Also dieser Bericht ist zweifellos gefärbt, sagt die Fußnote, und beeinflusst durch die spätere Entwicklung. Anfangs verlangte man von den Brüdern noch nicht das Aufgeben ihrer gewöhnlichen Tätigkeit. Also das Aufgeben, wie es so schön heißt, sich selbst zu verleugnen und das Kreuz Jesu aufzunehmen. Sie sollten vielmehr ihr gewöhnliches Handwerk fortsetzen und ihren Lebensunterhalt sich verdienen und nur im Falle der Not von Almosen leben. So sagt er das hier, dass es auch eben steht, die erste Regel, wie sie Karl Müller rekonstruiert hat in seinem Buche über die Anfänge des Minoritenordens Freiburg 1885 auf Seite 186. Von daher auch hier und da immer mal interessant, um die Fußnoten sich nebenbei mit anzuschauen. Einstweilen, fährt der Autor fort, waren die Brüder noch unentschlossen, ob sie dem beschaulichen Leben der Einsiedler sich widmen oder ob sie das große Evangelisationswerk, das in seiner ganzen Unermesslichkeit vor ihnen sich ausbreitete, unternehmen sollten. Sie zogen sich nach Spoleto zurück und hielten ernsten Rat miteinander, ohne indessen zu einem Entschlusse kommen zu können. Eine Franziskus zuteil gewordene göttliche Offenbarung, ja, gut, wir wissen inzwischen, wie wir das zu verstehen haben, gab indessen den Ausschlag, ne? Genau wie Konstantin mit seinem Kreuz im Himmel, das er gesehen hat. Und so wurde der Franziskanerorden, anstatt in einigen zerstreuten Einsiedeleien auszusterben, eine der mächtigsten Organisationen der Christenheit, nein, des römischen Katholizismus.
Allerdings ließ die einsame Hütte, in die sie sich nach ihrer Rückkehr nach Assisi zurückzogen, noch nichts von dem späteren Glanze des Ordens ahnen. Das schnelle Wachstum des Ordens ist ersichtlich aus der Tatsache, dass als Franziskus 1221 sein erstes Generalkapitel abhielt, die Zahl der Brüder auf 3.000 bis 5.000 geschätzt wurde, darunter ein Kardinal und mehrere Bischöfe. Als auf dem Generalkapitel von 1260 unter Buenaventura das Wachstum des Ordens eine neue Einteilung notwendig machte, wurde er in 33 Provinzen und 3 Vikariate geteilt mit 182 Guardinaten. Man kann sich von dieser Organisation einen ungefähren Begriff machen, wenn man bedenkt, dass England eine einzige Provinz mit 7 Guardinaten bildete und 1256 Ordenshäuser mit 49 Ordenshäuser mit 1242 Brüdern zählte. Um diese Zeit war der Orden schon bis in den fernsten Winkel der damaligen zivilisierten Welt und sogar noch in die daran angrenzenden Gegenden gedrungen. Die Minoriten, wie sie sich bescheiden nannten, waren anfangs von jeder anderen in der Kirche bestehenden Organisation so sehr verschieden, dass die ersten Jünger, die Franziskus 1219 aussandte, um Europa dem Evangelium wiederzugewinnen, in Deutschland und Ungarn für Ketzer gehalten und darum misshandelt und vertrieben wurden. In Frankreich hielt man sie für Katharer, mit deren wandernden, vollkommenen Missionaren sie in ihrer Strenge zweifellos große Ähnlichkeit hatten. Man fragte sie, ob sie Albigenser seien, eine Frage, auf die sie keine Antwort zu geben wussten, da sie die Bedeutung des Wortes gar nicht kannten. Erst als die kirchlichen Autoritäten den Papst Honorius um seine Meinung befragt hatten, wurden sie von dem Verdacht frei. In Spanien erduldeten 5 von ihnen das Martyrium. Innozenz, also Antichrist Papst Innozenz, hatte nur eine mündliche Approbation ihrer Ordensregel gegeben. Jetzt, wo er tot war, bedurfte es einer förmlicheren Erklärung, um die Brüder vor der Verfolgung zu schützen. Daher stellte Franziskus eine zweite Regel auf, die kürzer und weniger streng als die erste war, und unterbreitete sie dem Papst Honorius. Der Papst approbierte sie zwar, machte aber gegen einige Artikel Einwendungen geltend. Doch Franziskus weigerte sich, die betreffenden Artikel abzuändern, mit der Bemerkung, sie enthielten nicht seine, sondern Christi Worte. Und die Worte Christi dürfe man nicht verändern. Da hat die römisch-katholische Kirche ja auch eine andere Meinung drüber. Sie kann ja selbst die Bibel verändern. Aus dieser Bemerkung folgten seine Jünger, die Regel sei ihm von Gott selbst offenbart worden. Eine Annahme, die im Orden traditionell wurde und zur Folge hatte, dass die Regel dem Buchstaben nach unverändert erhalten geblieben ist, während ihr Geist allerdings, wie wir sehen werden, mehr als einmal durch den Scharfsinn der päpstlichen Kasuisten geändert wurde. Auch hier gehen wir in eine Fußnote mit rein, in der darin steht, dass die Daten und Einzelheiten der aufeinander folgenden von Franziskus aufgestellten Regeln sind sehr dunkel. Die Frage ist von Karl Müller auf dem obigen Zitat mit viel Scharfsinn behandelt worden. In noch neuerer Zeit hat Herr Paul Sabatier in seiner Ausgabe des Speculum Perfectionis aus Paris 1898 und in seinem Aufsatz De l'Authenticité de la Légende de Saint-François, dite de Trois Compagnons, Paris, noch weiteres Licht darüber verbreitet. Also der Aufsatz hier heißt De l'Authenticité de la Légende de Saint-François, dite de Trois Compagnons, also die Authentizität der Legende des Sankt Franziskus, seiner 3 Kompagnons. Da wurde das auch weiter ins Licht geführt. Und die jüngsten Untersuchungen von W. Götz, die Quellen zur Geschichte des heiligen Franz von Assisi und die ursprünglichen Ideale des heiligen Franz von Assisi, da sind auch in diesen Werken, wird das noch weiterhin erläutert und das liegt dann noch zugrunde als Quelle für den Autoren hier. Ja? Wie gesagt, zurückgehend auf den letzten Satz, das hier steht, während ihr Geist allerdings, wie wir sehen, werden mehr als einmal durch den Scharfsinn der päpstlichen Kasuisten geändert wurde.
Und die Quellen dafür habe ich gerade eben in der Fußnote genannt. Die Regel ist sehr einfach. Sie ist kaum mehr als eine Erläuterung zu dem Ende, den jeder Bruder bei seinem Eintritte ablegen, zu dem Eide, was habe ich denn gesagt? Also nochmal den Satz, Entschuldigung, da habe ich mich, glaube ich, schon verlesen. Die Regel ist sehr einfach. Sie ist kaum mehr als eine Erläuterung zu dem Eide, den jeder Bruder bei seinem Eintritte ablegen und in welchem er geloben musste, dem Evangelium gemäß in Gehorsam, Keuschheit und Armut leben zu wollen. So, also, mit anderen Worten, man legt einen Eid ab, in Gehorsam, Keuschheit und Armut leben zu wollen, und in der Bibel steht, du sollst nicht schwören, du sollst keinen Eid ablegen. Also wissen wir schon mal, was wir davon zu halten haben, oder? Der, welcher in den Orden aufgenommen werden wollte, musste alles, was er hatte, verkaufen und den Armen geben. War das unmöglich, so genügte schon der Wille, es zu tun. Jeder durfte zwei Gewänder haben, aber diese mussten so lange geflickt und ausgebessert werden, als man sie noch zusammenhalten konnte. Schuhe wurden nur denen erlaubt, die sie durchaus nicht entbehren konnten. Alle mussten zu Fuß gehen, außer in der Krankheits- oder Notfällen. Keiner durfte Geld annehmen, weder direkt noch durch einen Dritten. Nur die Minister, wie die Oberen der Provinzen genannt wurden, die durften Geld nehmen, sei es um für die Kranken zu sorgen oder um besonders in kälteren Himmelsstrichen Kleider für zu kaufen zu können. Alle, die dazu imstande waren, mussten arbeiten, doch durfte ihr Lohn nicht in Geld bestehen, sondern nur in dem, was sie und ihre Brüder nötig hatten. Die Klausel, welche die vollkommene Armut vorschrieb, verursachte, wie wir sehen werden, später ein Schisma in dem Orden. Es dürfte darum angebracht sein, sie wörtlich anzuführen. Zitat: Die Brüder sollen kein Eigentum besitzen, weder Häuser noch Grundstücke noch irgendetwas anderes, sondern sie sollen wie Fremdlinge und Pilger in der Welt leben und sollen vertrauensvoll um Almosen bitten. Sie sollen sich dessen nicht schämen, denn auch der Herr hat sich nicht um unseretwillen arm in der Welt gemacht. Diese vollkommene Armut, teuerste Brüder, hat euch zu Erben und Königen des Himmelreichs gemacht. Wenn ihr das besitzet, sollt ihr euch nichts anderes unter dem Himmel wünschen. Ende Zitat. Das Oberhaupt des Ordens oder der Generalminister wurde durch die Provinzialminister gewählt. Diese konnten, falls das Allgemeinwohl es verlangte, den General jederzeit absetzen. Die Ermächtigung zum Predigen konnte nur der General erteilen. Doch durfte kein Bruder in einer Diözese ohne Zustimmung des betreffenden Bischofs predigen. So. Also die Brüder sollen kein Eigentum besitzen, weder Häuser noch Grundstücke. Okay, aber der Orden besitzt das alles. Da muss man doch mal drüber nachdenken. Das ist, wie gesagt, in der Stiftung. Da besitzt der Einzelne auch nichts. Alles gehört der Stiftung. Die bezahlt alles. Reisen, Auto, Unterkunft, Essen, alle möglichen Ausgaben, ne? Deswegen machen Leute sowas wie eine Stiftung. Und dieser Orden ist hier genau dasselbe. Die Brüder selbst dürfen nichts besitzen, aber ihre Stiftung darf die Sachen besitzen. Oder ihr Orden darf die Sachen besitzen. Das ist ja bei den Jesuiten ganz genau dasselbe. Ja? Sie sollen sich dessen nicht schämen, denn auch der Herr hat sich um unsere Willen arm in der Welt gemacht. Diese vollkommene Armut, teuerste Brüder, hat euch zu Erben und Königen des Himmelreichs gemacht. Wenn ihr das besitzet, sollt ihr euch nichts anderes unter dem Himmel wünschen. Also mit anderen Worten, ich muss auf alles hier in dieser Erde verzichten und hole mir so oder ergattere mir so einen Sitz im Königreich. Nur mit Jesus Christus habe ich nicht viel zu tun, weil den verkündige ich nirgendwo. Und wenn ich überall Armut predige, das heißt, ich gebe meine Besitzungen auf, ich gebe sie den Armen, dann ist das ja in Ordnung, wenn ich sie den wirklich Armen, den wirklich Bedürftigen geben würde. Aber wir wissen ja aus der Vergangenheit eben, dass das nicht passiert ist. Sondern der Orden hat die Dinge selbst genommen oder hat sie der Kirche genommen und die verteilt sie dann an die Armen. Das ist genau das, was wir heute im 21. Jahrhundert mitmachen mit solchen Sachen wie dem päpstlichen Enzyklikal Caritas in Veritate. Ja? Wahrheit in Wohltätigkeit in Wahrheit, wenn man das so grob übersetzen kann. Da werde ich auch noch ein
eigenes Video darüber machen. Das plane ich heute am 9. Juli. Habe ich schon lange geplant. Ist aber gut möglich, dass das rauskommt, bevor dieses Video herauskommt. Caritas in Veritate. Ja? Das ist die Umverteilung. Und mit solchen Bettelorden, wie hier die Franziskaner und davor ja auch die Dominikaner, fängt das an, die sind im Grunde nur dafür da, um der ganzen Welt das Geld abzusaugen. Da geht es im Grunde drum. Und der Kirche zu geben, und die Kirche verteilt es dann unter denen, was sie Armen nennt. Dass sie die Armen in der ersten Stelle überhaupt erst produziert, mit ihrer Politik, vor allen Dingen wirtschaftlich. Das ist eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, das geht jetzt auch ein bisschen zu weit, um da so tief hineinzugehen. Ich finde es jedenfalls deutlich, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass die Brüder kein Eigentum besitzen sollen, weder Häuser noch Grundstücke, noch irgendetwas anderes, sondern sie sollen wie Fremdlinge und Pilger in der Welt leben und sollen vertrauensvoll um Almosen bitten. Das heißt, sie sollen selbst nichts haben, aber sie sollen andere bitten, ihnen zu geben. Jesus Christus hat das nie gesagt. Paulus war ein Zeltmacher. Der hat gearbeitet für seinen Lebensunterhalt. Ja? Das steht hier so überhaupt nicht drin. Also nach dem Motto, ich mache mich selbst arm und dann lebe ich von den Almosen der anderen, von dem Gutsein der anderen. Ich nenne das Schmarotzen. Ja? Ich nenne das ganz einfach Schmarotzen. Weil, wenn ich daneben dann noch wenigstens sinnvolle Arbeit für den Herrn verrichten würde, okay, aber das tun diese Orden ja nicht. Die schließen sich ein und vor allen Dingen, was dann auch später noch gekommen ist, nicht hier am Anfang, aber später ist das daraus gewachsen. Der Autor hat ja gerade schon von dem Schisma, das in der Zukunft noch kommen wird, gesprochen. Wir wissen ja, dass heutzutage zum Beispiel Franziskanerbräu, denk mal Bier, was machen die denn? Ist das noch ein Zeichen eines Bettelordens? Ja? Mönche, die Käse produzieren, Milch produzieren, Bier produzieren, Wein produzieren, solche ganzen Sachen. Das hat alles da gar nichts mehr mit zu tun. Aber ursprünglich kommt das eben aus diesen Orden heraus und wird damit legitimiert und gesagt, wir selber haben gar nichts, aber der Orden hat alles, die Kirche hat alles. Die Kirche ist inzwischen dadurch die reichste Organisation auf dieser Welt geworden. Aber gut. Der Autor fährt fort auf Seite 291 im zweiten Absatz und sagt, das ist die ganze Regel. Also die Ermächtigung zum Predigen konnte nur der General erteilen, doch durfte kein Bruder in einer Diözese ohne Zustimmung des betreffenden Bischofs predigen. Das ist die ganze Regel. Nichts an ihr lässt die unermesslichen Erfolge ahnen, die unter ihr erreicht wurden. Was indessen ihr die Liebe der Welt dauernd sicherte, das war der Geist, den der Gründer ihr und seinen Brüdern einhauchte. Kein menschliches Wesen seit Christus hat vollkommener das Ideal des Christentums verkörpert als Franziskus. Da zweifle ich aus bereits vorher angesprochenen Gründen, also ganz deutlich dran. Neben seiner zeitweise fast bis zum Wahnsinn sich steigernden Askese, ja, das hat Jesus Christus nicht gepredigt, leuchtet an ihm hell hervor die christliche Liebe und Demut, mit der er sich den Unglücklichen und Verwahrlosten widmete, jenen Ausgestoßenen, für die in jener harten Zeit nur wenige Sorge trugen. Die Kirche, mit weltlichen Dingen beschäftigt, war ihren Pflichten, auf die sich ihre Herrschaft über die Seelen und Herzen der Menschen gründete, untreu geworden. Und es bedurfte darum der von Franziskus gepredigten, übertriebenen Selbstaufopferung, um die Menschheit wieder zu einem Gefühl für ihre Pflichten zu bringen. So war bei all dem Jammer jenes Zeitalters des Elends das härteste Los, das der Aussätzigen, jener Menschen, die Gott mit einer ekelhaften, unheilbaren und ansteckenden Krankheit geschlagen hatte, die dafür von jedem Verkehr mit ihren Mitmenschen ausgeschlossen waren und die, wenn sie ihr Hospital verließen, um Almosen zu sammeln, durch Zusammenschlagen von Stöckern oder Klappern, ihr Kommen anzeigen mussten, damit jeder ihre ansteckende Nähe vermeiden konnte. Auf diese hilflosesten, hoffnungslosesten und von den Menschen am meisten verabscheuten Geschöpfe richtete Franziskus ganz besonders seine grenzenlose Barmherzigkeit und Liebe. Er wollte, dass seine Brüder seinem Beispiel folgen sollten, und wenn darum einer um Aufnahme den Orden bat, so musste er, mochte er nun ein Adliger oder ein schlichter Bürger sein, sich verpflichten, den Aussätzigen in ihren Hospitälern in Liebe und Demut dienen zu wollen.
Franziskus selbst trug kein Bedenken, in den Häusern dieser Kranken zu schlafen, die gefährlichen Wunden der Unglücklichen zu verbinden, ihnen Heilmittel zu verabfolgen oder zu verabreichen und für ihre körperlichen wie für ihre seelischen Leiden Sorge zu tragen. Um der Aussätzigen willen milderte er das Verbot, Geldalmosen anzunehmen. Doch bewog ihn die Demut, seinen Schülern zu verbieten, die christlichen Brüder, wie er die Aussätzigen nannte, an die Öffentlichkeit zu bringen. Als eines Tages der Bruder Jakob, einen Aussätzigen, der von der Krankheit schrecklich zerfressen war, in die Kirche mitbrachte, tadelte ihn deshalb Franziskus. Dann bat er, sich selbst tadelnd, weil der Leidende seinen Tadel als Zeichen der Verachtung ansehen konnte, den Bruder Peter von Catania, der um jene Zeit Generalminister des Ordens war, die Buße zu bestätigen, die er selbst sich auferlegen wolle. Peter, der ihn viel zu hoch verehrte, als dass er ihm etwas hätte versagen können, gab seine Zustimmung, worauf Franziskus erklärte, dass er zur Buße mit dem Kranken aus einer Schüssel essen wolle. Bei der nächsten Mahlzeit nahm daher der Aussätzige mit unter den Brüdern Platz, und diese sahen mit Entsetzen, wie für Franziskus und den Kranken eine gemeinsame Schüssel gebracht wurde, die der Aussätzige seine vom Blut und Eiter triefenden Finger hineintauchte. Es würde natürlich nicht angängig sein, jemanden zum Glauben an diese Erzählungen zu nötigen. Aber darauf kommt es auch nur wenig an. Entscheidend ist, dass jene Geschichten trotz ihres legendenhaften Charakters zeigen, wie tief der Eindruck war, den Franziskus auf seine Schüler ausübte, und den Wert, den ein solches ideales Vorbild in einem harten und grausamen Zeitalter hatte, kann man kaum hoch genug anschlagen. Ja, jetzt klingt das alles ganz toll und ihr sagt, ja Jörg, warum liest du denn sowas vor? Das ist doch ein ganz toller, ist doch ein wirklich heiliger Mann. Ja, wie steht es hier? Und den Wert, den ein solch ideales Vorbild in jenen harten und grausamen Zeitalter hatte, kann man kaum genug hoch genug anschlagen. Das einzige Vorbild, das wir haben sollten, auch in der Zeit damals, ist Jesus Christus und nicht irgendein Menschen. Hier wird Franziskus aufgrund der Dinge, die er macht, erhoben zu etwas, was er nicht ist. Ja? Er ist kein Bruder mehr, sondern er ist über den Brüdern. Ja? Das hat Jesus Christus nicht gelehrt. Jesus Christus hat gelehrt, Jesus Christus ist das Haupt und wir sind alle Brüder und Schwestern. Ja? Aber hier wird wieder einer angehimmelt und hier wird wieder einer aufs Podium gestellt, auf den Podest gestellt. Ja? Und das ist das, was hiermit alleine schon im Ansatz verkehrt ist. Ja? Die Leute folgen Franziskus anstatt Jesus Christus. So, und wenn ich also einen Orden aufrichte, in dem dann mir gefolgt wird, anstatt Jesus, ja, da kann ich genauso gut einen Schrein in Indien aufmachen, kann mich Bhagwan nennen oder Guru oder was weiß ich wie was oder wie heißt der da? in den 70er Bhagwan hieß der doch, ne? Mit seinen ganzen Rolls-Royce und alles drum und dran. Ja? Die Leute folgen doch nicht irgendeiner Gottheit, sage ich jetzt mal in dem Sinne nochmal Buddha oder was auch immer, sondern sie folgen diesem Bhagwan. Ja? Ich soll nicht dem Franziskus folgen oder dem Papst folgen, ich soll Christus folgen, weil ich will ja ein Christ sein und kein Papist. Ich will ein Christ sein und kein Franziskaner. Ja? Ich muss nach Christusregeln leben und nicht nach den Regeln, die diese Orden aufmachen. Ich hoffe, dass ihr das seht, diese Falle, das ist subtil und das klingt dann auch so schön, selbst in diesem Buch ist es aber nicht. Es ist antibiblisch, es hat nichts mit Christusfolgen zu tun. Die Menschen machen hier ihren eigenen Christus, sagen wir es mal so, in ziemlich deutlichen Worten. Also, nochmal, entscheidend ist, dass jene Geschichten, ob sie jetzt wahr sind oder nicht, und viele wissen wir, sind übertrieben, trotz ihres legendenhaften Charakters, ja, also das ist schon mal genug hier, Legende, Charakter, Tradition, ja, wie tief der Eindruck war, den Franziskus auf seine Schüler ausübte und den Wert, den ein solch ideales Vorbild in jenem harten und grausamen Zeitalter hatte, kann man kaum hoch genug anschlagen. Jesus soll das Vorbild sein und nicht Franziskus. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Franziskaner in den vordersten Reihen der Krankenpfleger standen, dass sie zu Zeiten der Pest die Hospitäler aufsuchten
und dass ihrer klugen Hingebung fast jeder Fortschritt zu verdanken ist, den die Heilkunde in jenen dunklen Zeitalter machte. Wie weiter erzählt wird, soll sich die zarte Liebe des Franziskus so sehr auf die Menschen wie auf die niederen Geschöpfe erstreckt haben. Insekten, Vögel und wilde Tiere pflegte er als seine Brüder und Schwestern zu bezeichnen und unermüdlich für sie zu sorgen. Alle über ihn und seine unmittelbaren Schüler überlieferten Geschichten zeugen in der Tat von einer unendlichen Liebe und Selbstaufopferung, von vollkommener Demut und Geduld in langen Leiden, von Zügelung der Leidenschaften und von dem immerwährenden Bemühen, über alles, was die menschliche Natur unvollkommen macht, die Herrschaft zu gewinnen und das Vorbild zu verwirklichen, das Jesus Christus für die Leitung des inneren Menschen aufgestellt hatte. Unter diesem Gesichtspunkte betrachtet, verliert sogar die halbe Gotteslästerung des Buches über die Ähnlichkeit zwischen Christus und Franziskus ihren grotesken Charakter. Wir mögen wohl lächeln über die Sinnlosigkeit einzelner Vergleiche dieses Buches, und sie mögen uns geradezu abstoßend erscheinen, wenn wir sie, alles dessen beraubt, was sie mildert, im Alcoran des Cordeliers wiederholt finden. Wir mögen ferner die Echtheit der Stigmata bezweifeln, die so viele Wunder und päpstliche Bullen nötig hatten, um ihre Glaubwürdigkeit und der Zweifelsucht des verhärteten Geschlechts aufzunötigen. Und wir mögen denken, dass Satan eine geringere Schlauheit als gewöhnlich zeigte, als er so und so oft seine Kraft vergeudete, mit dem vergeblichen Versuch, den Heiligen in der Gestalt eines Löwen oder Drachen zu versuchen oder zu erschrecken. Immerhin zeigt dieser Kultus, das ist es, ein Kultus des heiligen Franziskus, trotz all seiner Absurditäten, wie tief der Eindruck war, den der Heilige auf seine Anhänger machte. Und wir können es begreifen, wenn uns von einer Vision erzählt wird, in welcher der himmlische Thron Luzifers dem Throne des Höchsten am nächsten leer stand, um von Franziskus eingenommen zu werden. Wie bitte? Wir können es begreifen, wenn uns von einer Vision erzählt wird, in welcher der himmlische Thron Luzifers dem Throne des Höchsten am nächsten leer stand, um von Franziskus eingenommen zu werden. Also mir war nicht bewusst, dass Luzifer einen Thron im Himmel hat. Außerdem gibt es Luzifer nicht mehr, das ist Satan und der ist auf der Erde. Das ist nochmal eine andere Sache, aber die erfinden ja Geschichten bis zum geht nicht mehr hier. Jedenfalls steht hier in einer Fußnote, dann im Jahre 1496 verurteilte die Universität Paris, das ist also die Sorbonne, die Versuche der Franziskaner, ihren Patron Christus gleichzustellen, als ärgerniserregend und nach Ketzerei riechend. Ja, das finde ich dann auch. Als die Dominikaner für die heilige Katharina von Siena die Ehre der Stigmata in Anspruch nahmen, verbot Sixtus IV. Im Jahr 1475 durch eine Bulle, dass dieselbe so dargestellt werde, da die Stigmata dem heiligen Franziskus vorbehalten seien. Die Stigmata waren damals noch nicht von Lacadière, von Louis Latour und anderen gemein gemacht worden. Stigmata, also da spricht man von diesen Zeichen an Händen und Füßen, die nach dem Motto Zeichen sind von Jesu Christi Kreuzigung, die sich dann bei normalen Menschen manifestieren. Das hat nichts mit göttlicher Macht zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das in irgendeiner Art und Weise göttlich ist. Das hat damit zu tun, dass das dämonisch ist, diese Stigmata. Aber da könnt ihr euch selbst gerne mit beschäftigen. Da möchte ich jetzt gar nicht allzu tief drauf eingehen. Das wird eine total andere Diskussion als die, die wir hier in diesem Buch machen wollen. Aber selbst die französische oder die Pariser Universität, also die Sorbonne, sagt hier, dass es Versuche gibt, den Franziskus, den Jesus gleichzustellen. Und das ist genau das, was ich hier die ganze Zeit sage. Da wird der Franziskus oder auch vorher der Dominikus auf den Podest gestellt, hier in diesem Sinne sogar Jesus gleichgemacht. Anstatt Jesus zu verehren, wird diese Person verehrt, auch mit ihrem eigenen Orden. Und das ist natürlich absolut unbiblisch und absolut verkehrt. Dem Stolz und der Grausamkeit seines Zeitalters stellte Franziskus die Geduld und die Demut gegenüber, fährt der Autor fort. Zitat:
Die vollkommene Seelenfreude, so sagt er, besteht nicht darin, Wunder zu wirken oder Kranke zu heilen oder Teufel auszutreiben oder Tote aufzuwecken, auch nicht darin, alle Dinge zu lernen und zu wissen oder durch seine Beredsamkeit die ganze Welt zu bekehren, sondern darin, alle Leiden und Kränkungen und Ungerechtigkeiten und Demütigungen mit Geduld und Gleichmut zu ertragen. Dann hätte er sich nicht Franziskus nennen müssen, sondern Hiob. Er ist so weit davon entfernt, auf seine Tugenden stolz zu sein, dass er demütig gesteht, er habe bis jetzt selbst nicht nach seiner Regel gelebt und dass er wegen seiner Schwachheit und Unwissenheit um Entschuldigung bittet. In welch übertriebenem Maße seine Schüler dieser Übung der Demut sich befleißigten, zeigt Giacomo Benedettone, besser bekannt unter dem Namen Giacomo da Todi, der Verfasser des Stabat Mater. Dieser war ein talentvoller und gesuchter Advokat. Durch den Tod seiner geliebten Frau aufs Tiefste niedergebeugt, trat er in den Franziskanerorden ein. Hier heuchelte er 10 Jahre lang Irrsinn, um in den Misshandlungen und Kränkungen aller Art zu schweigen, denen damals Geistesschwache ausgesetzt waren. Der Gehorsam wurde im Orden gelehrt und geübt bis zur gänzlichen Verzichtleistung auf den eigenen Willen. Hier sehen wir wieder ein Gleichnis mit den Jesuiten, ja, und ihren spirituellen Exerzitien. Ja, das gehört immer alles dazu, das dürfen wir nicht vergessen. Ignatius von Loyola war nicht derjenige, der die spirituellen Übungen erfunden hat, aber er war derjenige, der darüber das niedergeschrieben hat und der das intensiv in seinem Orden gelehrt hat. Das gab es aber vorher eben auch schon. Der Gehorsam wurde im Orden gelehrt und geübt bis zur geistlichen Verzichtesleistung auf den eigenen Willen. Ja, aber der Gehorsam gegenüber wem? Der Gehorsam gegenüber dem Papst und gegenüber dem Generaloberen des Ordens, aber doch nicht gegenüber Jesus Christus. Seht ihr die Subtilität? Man muss wirklich immer alles an der Bibel messen. Zahlreich sind die Geschichten, sagt der Autor, die zeigen, wie vollständig die ersten Schüler sich einander und ihren Vorgesetzten unterwarfen. Man soll sich Jesus Christus unterwerfen und nicht dem Menschen. Als im Jahre 1224 die Franziskaner zum ersten Male nach England geschickt wurden, fragte der Provinzialminister Gregor von Frankreich den Bruder Willem von Asby, wo er hingehen wolle. Willem erwiderte, er wisse nicht, ob er wolle oder nicht wolle, weil sein Wille nicht ihm gehöre, sondern dem Minister. Und er daher immer nur das wolle, was der Minister wolle, dass er wollen solle. Eine ähnliche Geschichte wird von 2 Brüdern in Salzburg aus dem Jahre 1222 erzählt. Dieser blinde Gehorsam, oder Kadavergehorsam, wie wir das auch nennen können, erzeugte eine straffe Disziplin in dem Orden, für die Kirche eine unberechenbare Bedeutung gewann, als der Orden ein Werkzeug in den Händen des Papsttums wurde. Franziskus machte mit ganz besonderem Nachdruck seinen Mitbrüdern den Gehorsam gegen Rom zur Pflicht. Lese ich hier, Franziskus machte mit ganz besonderem Nachdruck seinen Mitbrüdern den Gehorsam gegen Jesus Christus zur Pflicht? Nein, gegen Rom. Und so wurden die Franziskaner ein Heer, das im 13. Jahrhundert dieselbe Rolle spielte wie im 16. Jahrhundert die Jesuiten. Hier nimmt der Autor mir die Möglichkeit weg, diesen Kommentar selbst zu machen, durch es zu schreiben. Aber genau so ist das. Tja, es lag keineswegs in der Absicht des Franziskus, dass die Brüder von Betteln und Müßiggang leben sollten. Ach nee? Ha, wir haben vielmehr gesehen, dass die Ordensregel die Arbeit ausdrücklich zur Verpflichtung macht. Und dieser Vorschrift entsprachen auch die strengen Mitglieder. So verdiente der 3. Schüler des Franziskus, der selige Aegidius, seinen Lebensunterhalt durch die härteste Arbeit, zum Beispiel durch Holztragen. Und er blieb stets der Vorschrift treu, kein Geld als Lohn zu nehmen, sondern nur das, was zum Lebensunterhalt nötig war. Hatte er mehr verdient, als für seine geringen täglichen Bedürfnisse ausreichte, so pflegte er den Überfluss als Almosen zu verteilen und für den folgenden Tag auf Gott zu vertrauen. Es war gut, dass in einem Zeitalter, wo die Klassenunterschiede so streng waren, sich Leute fanden, die durch ihr eigenes Beispiel die Würde der Arbeit als christliche Lehre vortrugen. Als Bonaventura im Jahr 1273 zur Kardinalswürde erhoben wurde,
war er schon 17 Jahre lang das Haupt der mächtigsten Organisation der damaligen Christenheit, also des Katholizismus. Und trotzdem fanden ihn die Boten, die ihm seine Beförderung mitteilen sollten, bei seiner täglichen Arbeit, wie er die Schüsselchen wusch, die bei den kärglichen Mahle seines Klosters gebraucht wurden. Er wollte die Boten nicht eher sehen, als bis er seine Arbeit vollendet hatte. Währenddessen hing der Kardinalshut, den sie mitgebracht hatten, draußen an den Zweige eines Baumes. Somit bestand das Ziel des Franziskus und seiner Nachfolger darin, die Einfachheit Christi und der Apostel zu verwirklichen. Und dieses ihr Bestreben wussten sie nicht besser zu bekunden als in dem Bestreben nach Armut. Jesus und seine Jünger, so sagten sie, hätten nichts besessen. Folglich müsse der vollkommene Christ ebenfalls auf alles Eigentum verzichten. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche heute. Ja, der wirkliche Christ, also Katholik, müsse auf alles Eigentum verzichten. Kommunismus, nichts gehört mir, alles gehört der Kirche. Die Kirche nimmt und verteilt es nach ihrem Gutdünken. Das ist die Politik der römisch-katholischen Kirche schon seit Hunderten von Jahren. Da hat sich nichts drin geändert. Und Orden wie die Franziskaner schlagen genau in diese Kerbe ein. Ich hoffe, dass das durch das Lesen dieses Buches jetzt mal wirklich deutlich wird den Leuten. Somit bestand das Ziel des Franziskus und seiner Nachfolger darin, die Einfachheit Christi und der Apostel zu verwirklichen. Und dieses ihr Bestreben wussten sie nicht besser zu bekunden als in dem Streben nach Armut. Jesus und seine Jünger, so sagten sie, hätten nichts besessen. Ja, wenn sie nichts besessen hätten, dann hätte es ja das Gebot, du sollst nicht stehlen, gar nicht geben müssen. Wenn niemand was besitzen darf, dann muss ich das Gebot, du sollst nicht stehlen, nicht haben, weil dann kann ich ja nicht stehlen, wenn niemandem was gehört. Seht ihr hier die verkehrte Auslegung? Folglich müsse der vollkommene Christ ebenfalls auf alles Eigentum verzichten. Nahrung, Kleidung und Obdach könne er wohl benutzen. Benutzen! Ebenso auch Bücher, um seine religiösen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber ein Eigentum irgendwelcher Art sei durchaus verboten. Ja, wenn Eigentum verboten ist, dann gibt es das Gebot, du sollst nicht stehlen, nicht mehr. Dann schaffe ich das Gebot ab. Und die römisch-katholische Kirche ist gut in Gebote abschaffen. Hat er das zweite auch abgeschafft? Der Gedanke an den morgigen Tag sei geradezu eine Sünde für den auf Gott vertrauenden Christen. Diese Lehren waren als Protest gegen den Geiz und die Verweltlichung der Kirche von ganz außerordentlicher Bedeutung. Aber sie arteten aus dadurch, dass man die Armut als eine Tugend, ja, als die größte aller Tugenden bezeichnete. Brüder, sagte einmal Franziskus, wisset, dass Armut der vorzüglichste Weg zur Seligkeit, die Mutter der Demut und die Wurzel der Vollkommenheit ist. Wer die wahre Höhe der Armut erreichen will, muss in gewissem Sinne nicht nur auf weltliche Klugheit, sondern auch auf die Kenntnis der Wissenschaften verzichten, damit er sich aller Güter entkleidet, nackt in die Arme des Gekreuzigten werfen kann. Daher bauet wie Bettler kleine Hütten und lebt in denselben nicht wie in euren eigenen Häusern, sondern wie Fremdlinge und Pilger in den Häusern anderer. Sein Gebet zu Christus um Armut ist eine Rhapsodie von eigenartigem Ernst. Er nennt sie Frau Armut, die Königin der Tugenden, um deren Willen Christus zur Erde herabstieg, um sie zu ehelichen und mit ihr alle Kinder der Vollkommenheit zu erzeugen. So blieb es bei ihm mit unverbrüchlicher Treue. In ihren Armen starb er am Kreuze. Sie allein besitzt das Siegel, mit dem die Auserwählten bezeichnet werden, die den Weg zur Vollkommenheit gehen. Gewähre mir, o Jesus, dass ich niemals mehr etwas hienieden zu eigen besitze, und dass ich mein Fleisch nur erhalte durch den Gebrauch der Dinge anderer. So legalisiere ich Diebstahl durch den Gebrauch der Dinge anderer, weil wenn du mir nicht gibst, dann nehme ich mir, ne? Diese übertriebene Lust an der Armut führte er auch bis zum letzten Atemzuge durch. Auf seinem Totenbette entblößte er sich vollständig, um ohne alle Habe zu sterben. Die Armut war der Eckstein, auf dem er seinen Orden gegründet hatte.
Wie wir aber noch sehen werden, führte das Streben, diese übermenschliche Vollkommenheit zu bewahren, später zu einem Schisma und lieferte der Inquisition eine große Zahl von Opfern, deren ganze Ketzerei in der Treue bestand, mit der sie den Vorschriften ihres Meisters nachkam. Wer sollte denn ihr Meister sein? Franziskus oder Jesus? Wie gerade gelesen, sie versuchten, Franziskus Jesus gleichzustellen. Der Mensch war ein Sünder, genau wie alle anderen. Ja? Und verdient es nicht, auf irgendein Podest gestellt zu werden, verdient es nicht, mit Jesus Christus verglichen zu werden. Also, die ganze Ketzerei bestand in der Treue, mit der sie den Vorschriften ihres Meisters nachkam. Kommt nicht den Vorschriften ihres Meisters Franziskus nach, sondern kommt den Vorschriften Jesus Christus nach. Bei alledem, fährt der Autor fort, besaß Franziskus zu viel Herzensfreundlichkeit, um einer düsteren Stimmung anheimzufallen. Die Heiterkeit war eine Tugend, die er beständig seinen Schülern predigte. Die Traurigkeit hielt er für eine der tödlichsten Waffen Satans, während die Heiterkeit des Christen eine dankbare Anerkennung der Segnung sei, die Gott seinen Geschöpfen erwiesen habe. Diese innere Freude war daher auch eines der charakteristischsten Kennzeichen dieser Brüder in den ersten Tagen des Ordens. Die schlichte und ruhige Erzählung Ecclestones von ihrer Ankunft in England im Jahre 1224, wo 9 von ihnen nach Dover übersetzten, ohne zu wissen, welches ihr Schicksal von heute auf morgen sein werde, wird ungemein schön und rührend in der Schilderung von ihrem Eifer, ihrem Vertrauen, ihrer Geduld, ihrer unverwüstlichen Heiterkeit bei all ihren Entbehrungen und Enttäuschungen und von ihrem rastlosen Bemühen, die geistigen und körperlichen Bedürfnisse der vernachlässigten Kinder der Kirche zu stillen. Diese Männer waren tatsächlich Apostel. Und wäre der Orden weiterhin die Wege gegangen, die sein Stifter ihm vorgezeichnete, so würde er der Menschheit unberechenbare Dienste geleistet haben. Ja, hier stimme ich mit dem Autor natürlich nicht überein, weil das Evangelium, das die verkünden, ist ein falsches Evangelium. Es ist das Evangelium der römisch-katholischen Kirche und damit nicht das Evangelium von Jesus Christus, der Bibel, von unserem Schöpfer, von dem Sohn des Vaters im Himmel. Sondern es ist das Evangelium der römisch-katholischen Kirche. Ja, es ist falsch. Es ist das, wovor Paulus gewarnt hat. Die Franziskaner stiegen hier 1224 in Dover vom Schiff und gingen nach England. Aber England war nicht ohne Christus. Nein, das Problem war, dass diese Franziskaner den Katholizismus in England und Irland später eingeführt haben und den wahren biblischen Glauben vertrieben haben, der dort bereits war. Die Bettelorden waren eine überraschende Neuerung in dem Mönchswesen. Das Mönchtum verdankte seine Entstehung im Wesentlichen dem selbstsüchtigen Bestreben des Individuums, sein Seelenheil zu sichern, indem es sich allen Pflichten und Verantwortlichkeiten des Lebens entzog. Allerdings hatten die Mönche sich während einer gewissen Epoche die Dankbarkeit der Welt dadurch erworben, dass sie ihre Einsamkeit verließen, um mit dem Christentum auch die Zivilisation in bis dahin unkultivierte Gegenden zu tragen. Solche Männer waren St. Columban, St. Gallus, St. Willibord gewesen. Aber jene Zeiten waren längst vorbei. Und schon seit Jahrhunderten war das Mönchtum in einem noch viel schlimmeren Zustand geraten als in den seiner ursprünglichen Selbstsucht. Die Bettelmönche tauchten gleichsam wie eine Offenbarung in der Christenheit auf. Es gab also doch noch Männer, die bereit waren, alles preiszugeben, was sie mit dem Leben verknüpfte, um dem Beispiel der Apostel zu folgen, um die Sünder und Ungläubigen zu bekehren, um das schlummernde sittliche Empfinden in der Menschlichkeit wiederzuwecken, um die Unwissenden zu unterweisen, um allen die Seligkeit zu bringen, kurz, um zu tun, was die Kirche um ihre ungeheuren Schätze und Privilegien und Machtvollkommenheiten willen nicht tun wollte. Männer, die zu Fuß ganz Europa durchzogen,
unter glühenden Sonnenstrahlen oder eisigen Winden, die Almosen an Geld zurückwiesen, aber dankbar die derbste Kost annahmen, die dem Wanderer vorgesetzt wurden, die in schweigender Ergebung den Hunger ertrugen, die keinen Gedanken an den folgenden Tag aufkommen ließen, sondern unaufhörlich nur damit beschäftigt waren, dem Satan Seelen zu entreißen und die Menschen über die gewöhnlichen Sorgen des täglichen Lebens emporzuheben, ihren Schwächen abzuhelfen und in ihre verfinsterten Seelen einen Strahl himmlischen Lichts fallen zu lassen. Das waren die ersten Vertreter der Dominikaner und Franziskaner. So zeigten sie sich in den Augen der Menschen, die gewohnt waren, in einem Geistlichen nur einen sinnlichen, auf Befriedigung seiner Gelüste bedachten Weltmenschen zu erblicken. So, nach dieser ganzen Lobrede kann ich nicht umhin, mal eben zu sagen, dass wir bitte nicht vergessen dürfen, dass die Franziskaner und Dominikaner nicht wie die Apostel waren, wie hier steht, sondern die Apostel haben das Wort Gottes in die Welt getragen. Die Dominikaner und Franziskaner tragen das Wort der römisch-katholischen Kirche in die Welt. Die Dominikaner und Franziskaner haben die Bibel da nicht bei, weil die römisch-katholische Kirche hat die Bibel verboten. In der Zeit, wo man eine Bibel besaß, wurde man verbrannt zusammen mit der Bibel. Ja? Das dürfen wir hier bitte nicht vergessen bei all dieser ganzen schwülstigen Schreibweise des Autoren hier. Das ist ja fast schon ein Anhimmeln dieser Orden, wie er das hier macht. Da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Wenn die Franziskaner eine wahre Bibel genommen hätten und den Leuten das Evangelium gebracht hätten, so wie es in der Bibel geschrieben steht, ja, aber sie haben ihnen die Tradition und die Sakramente der römisch-katholischen Kirche gebracht, die Lehre der Erlösung durch Werke, und die Werke sind die Sakramente in der allein seligmachenden Kirche, das haben sie ihnen gebracht, nicht den wirklichen Glauben, nicht das wirkliche Evangelium. Das sind die Dinge, das muss man wissen, wenn man solche Bücher hier liest. Man darf sich da nicht von dem, was der Autor hier schreibt, einwinden lassen und sagen, guck mal, das klingt ja alles ganz toll. Ja, das klingt vielleicht toll, das ist aber nicht die Lehre der Bibel. Ja? Die Lehre der Bibel ist nicht, dass ich mich arm mache und dann von Almosen, von der Gutmütigkeit von anderen Leuten lebe, sondern ich kann für meinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. Was hat denn Jesus Christus gesagt auf die Frage von, sollen wir Steuern zahlen? Hat er gesagt, nein, zahlt keine Steuern, macht euch arm und zahlt nichts? Nee, gebt Cäsar, was Cäsars ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Und Cäsar kann von mir nur Steuern verlangen, wenn ich verdiene, wenn ich Geld verdiene, wenn ich lebe in dieser Welt. Wenn jeder so leben würde wie die Franziskaner, wer ist denn derjenige, von dem diese Bettelorden dann Geld nehmen könnten? Dann gibt es ja keinen mehr. Ist doch nicht logisch. Und außerdem macht mich das überhaupt nicht wie Christus. Nein, es macht mich nach den Dogmen der römisch-katholischen Kirche, wie die römisch-katholische Kirche will, dass ich gemacht bin. Also, ich finde das persönlich ganz, ganz gefährlich, wenn man das hier so liest. Natürlich, es steht hier dann auch noch, ihre Schwächen abzuhelfen und ihre verfinsterten Seelen ein Strahl himmlischen Lichts fallen zu lassen. Das waren die ersten Vertreter der Dominikaner und Franziskanerordens. Ich will ja nicht sagen, dass die Leute alle Betrüger waren, weil es gab viele Leute, die wirklich dachten, dass sie damit, wenn sie den Franziskanern hier folgen würden, dass sie damit tatsächlich Gottes Werk tun würden, dass sie Gott einen Dienst erweisen würden. Ja? Genau wie in der Bibel geschrieben steht, sie werden euch später aus den Synagogen herauswerfen und glauben, sie tun Gottes Werk. Das haben diese ersten Menschen, die sich diesem Orden zugeschrieben haben, nicht die Gründer, nicht Franziskus und Dominikus, die nicht, aber die ersten Menschen oder viele Menschen, die sich in diesen Orden eingeschrieben haben, die haben gedacht, dass sie damit Gott seinen Willen tun. Das Problem war nur, sie kannten Gottes Willen gar nicht, weil sie die Bibel nicht kannten. Ja? Die Bibel sagt nirgendwo, dass die Menschen sich absondern sollen von der Welt und eingeschlossen in irgendeinem Kloster leben sollen, was ja eben nun mal das Mönchtum ist. Das Mönchtum und genau wie das Nonnentum, also das Klosterleben, das kommt ursprünglich aus dem heidnischen Babylon. Ja, die alten, frühen heidnischen Religionen hatten genau das bereits erfunden, ja. Und Rom hat das nur fortgesetzt und dann mit solchen Leuten wie Franziskus und Dominikus diese Dinge besetzt. Und Dominikus, seine erste Aufgabe war was? Die Verfolgung derer, die sich eben nicht Rom unterstellen wollten.
hauptsächlich Waldenser, Hugenotten, wie man sie auch nennen will. In dem Fall damals Waldenser, Albigenser, die ganzen Völker, über die wir später in der Zukunft hier in der Geschichte der Inquisition auch noch sprechen werden. Wir reden jetzt über die Bettelorden. Und der Dominikus ist der erste Aufrichter eines Ordens, der wie die Jesuiten ist, und der Franziskaner war der zweite, hatten wir ja gerade eben selbst gelesen. Der Autor sagt es selbst, dass der Franziskus sich hier an dieselben Regeln hält, wie dann später im Grunde die Jesuiten waren. Ja? Und die Jesuiten nennen sich die Gesellschaft Jesu, aber sie haben mit Jesu nichts gemein. Sie haben alles gemein mit Satan. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir uns wirklich davon bewusst sind, von bitte, liebe Brüder und Schwestern, der Autor schreibt das Buch mit der guten Absicht, aber er vergisst hier und da auf den wirklich wichtigen Punkt zurückzukommen. Und der wirklich wichtige Punkt ist, dass man einen Orden nicht als ein Vorbild nehmen sollte, der einem Menschen folgt, sondern schließlich wollen wir als Christ Christus folgen. Ja? Und wir wollen sein wie Christus, indem wir seine Gesetze folgen. Die römisch-katholische Kirche hat aber nicht ihre Gesetze. Und wenn die Franziskaner hier 1224 nach England gingen und dort die Menschen bekehrt haben, sage ich jetzt mal, dann haben sie sie bekehrt zum römischen Katholizismus. Und das ist nicht apostolisches Christentum. Das ist abgefallenes Christentum. Und das finde ich so wichtig, dass wir das hierbei beleuchten müssen. Ich lasse es jetzt bei der Lesung heute hier. Obwohl, natürlich, es geht noch interessant weiter. Kein Wunder, dass ihr Erscheinen wesentlich dazu beitrug, um den aufs tiefste erschütterten Glauben an Christus wieder in den Herzen der Menschen zu wecken und die Hoffnung auf eine baldige Wiedergeburt der Kirche in der Christenheit zu verbreiten. Diese Hoffnung zügelte die Ungeduld des Volkes, die durch die Ausbeutung von Seiten der Kirche geweckt war, und hielt eine Empörung zurück, die ohne Zweifel der ganzen modernen Zivilisation ein anderes Aussehen gegeben haben würde. Also, die Leute sehen dann vielleicht irgendwas Christliches hier drin, was sie nicht in der Aktion der Kirche sahen. Nur, der Punkt ist doch, wie kann ein Orden, der sich dem Gehorsam der Hierarchie der Kirche unterwirft, der römisch-katholischen Kirche, wie kann so ein Orden Christus lehren? Das kann er nicht. Er kann nur einen anderen Christus lehren. Und das ist genau das, was hier passiert. Das werden wir uns nächstes Mal auch noch ein bisschen genauer anschauen. Ja? Hier wird den Menschen ein anderes Evangelium gebracht. Und zwar eins, von dem Paulus gewarnt hat, indem er sagt, und wenn jemand kommt, der predigt euch ein anderes Evangelium, selbst sei es ein Engel, glaubt ihm nicht. Ein anderes Evangelium als das, was wir euch gebracht haben, in Wort und Schrift. Und genau das tun die Franziskaner. Und damit wollen wir es heute bei der 26. Lesung des Buches belassen. Und wir fahren nächstes Mal auf Seite 298, also kurz vor der Hälfte des Buches, schon fort und werden uns weiter mit den Bettelorden beschäftigen und werden uns weiter damit beschäftigen, wie die römisch-katholische Kirche die Wahrheit in ihrem Vorteil probiert zu verdrehen. Franziskaner und Dominikaner und andere Mönchsorden sind nicht biblisch. Und das muss uns immer an erster Stelle deutlich sein, wenn wir hier drüber lesen. Auch wenn hier und da gute Taten dort geschehen. Auch wenn hier und da gute Menschen in diese Orden mit reingezogen werden und denken, dass sie Gottes Werk tun, gemessen an der Bibel, stellen wir dann oftmals fest, dass das eben nicht der Fall ist. Gemessen an der Bibel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir täglich unsere Bibel lesen. Dass wir unsere Bibel lieben und dass wir unsere Bibel leben. Und dafür müssen wir sie kennen. Also, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. His name together, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Let's magnify the Lord so that he is seen.
Together, and let us exalt.